Hallo ihr Lieben, heute gibt's mal ein bisschen anderes Do-It-Yourself-Video von euch. Ich filme nämlich heute nur am Tisch. Normalerweise mache ich ja immer schöne Nahaufnahmen draußen, wo das Licht besonders toll ist. Aber es regnet und ich möchte jetzt nicht meinen Schmuck nach draußen tragen. Also müsst ihr jetzt hier mit meinen Händen und mit dem Tisch vorlieb nehmen. Ich zeige euch heute nämlich, wie wir solche schöne Anhänger ganz einfach selbst machen können, weil wer von euch Ladies kennt's nicht? Ihr habt eine wunderschöne Kette, aber keine passenden Ohrringe dafür. Und wir machen heute nämlich zusammen, ich kann es euch schon mal zeigen, einen passenden Kettenanhänger mit auch dazu passenden Ohrringen. Die Größe ist natürlich euch überlassen. Ich habe hier jetzt 12 mm genommen, das hier sind 18 mm. Ich habe aber auch Kettenanhänger in 25 und Ohrringe in 10. Also das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wenn ihr zum Beispiel kleine Ohrläppchen habt, empfehle ich eher die Größe 10 zu nehmen. Ich habe halt für mich immer 12 und als Kettenanhänger 18. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie wir das Ganze gemacht haben. Es ist wirklich super simpel, super einfach und auch sehr anfängerfreundlich. Um jetzt unseren individuellen Schmuck oder unser Schmuckset herzustellen, brauchen wir einfach nur diese Cabochons. Die habe ich euch ja schon mal gezeigt bei dem Bücheranhänger-Video. Dann brauchen wir natürlich die passende Fassung. Das hier sind jetzt 25 mm, müsst ihr ja schauen, dass die auch wirklich ineinander greifen. Aber manchmal gibt es auch einfach schon so Sets zu kaufen. Dann habe ich mir hier zum Beispiel diesen Kettenanhänger gemacht, mit diesem schönen Goldton. Und dazu möchte ich heute mit euch passende Ohrringe machen. Ich habe nämlich genau ein Oberteil, wo dieser Anhänger super drauf passen würde, aber keine Ohrringe, die wirklich dazu passen, weil es ist eben Gold und der Anhänger ist Silber. Und da ist ja immer so ein bisschen mein innerer Monk, der dann nicht weiß, soll ich jetzt Silber tragen oder soll ich Gold tragen. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Es ist auch super simpel. Ich schiebe das mal beiseite. Wir brauchen nämlich zuerst einmal zwei Cabochons. Ich habe hier jetzt 12 mm. Dann brauchen wir den Nagellack. Das ist derselbe, den ich hierfür verwendet hatte. Es ist wirklich ein so simples Do-It-Yourself. Wir gehen jetzt einfach hin, holen den Nagellack und holen den Cabochon auf die Hand. Ich mache das immer so, dass ich es ein bisschen zwischen Daumen und Zeigefinger mache und trage den Nagellack auf. Da könnt ihr auch ruhig großzügig sein. Ihr müsst wahrscheinlich sowieso ihn jetzt einmal trocknen lassen, um dann noch eine zweite Schicht aufzutragen, damit einfach später keine Blasen drin sind oder keine Löcher entstehen. Dann einfach ablegen und versucht darauf zu achten, dass ihr nicht hingeht und ihn auf die Nagellackseite fallen lässt. Ist mir auch schon passiert bei der neuen Tischdecke. Ich bin also auch nicht davor gefeit, Fehler zu machen. Wenn es euch passiert, ist nicht schlimm, dann tragt ihr einfach noch mal ein bisschen Nagellack auf. So. Das Ganze wird jetzt ungefähr so 20 Minuten trocknen lassen, damit der Nagellack auch schön anzieht und aushärtet. Und dann machen wir die zweite Schicht drauf. Und danach, wenn das getrocknet ist, können wir es in unsere Cabochon-Fassungen kleben. Ich möchte euch jetzt noch kurz zeigen, was ihr unter anderem auch mit den verschiedenen Sorten von Nagellack machen könnt. Also das hier zum Beispiel ist ein ganz unifarbener, ich sag jetzt mal rosafarbener Lack. So sehen die Cabochons dann aus, wenn ihr sie mit sowas lackiert habt. Dann habe ich einen super tollen Lack, der ist glaube ich von Manhattan. Wenn ich ihn finde, verlinke ich ihn euch. Der ist so rosa, ich weiß nicht, ob ihr es richtig seht, und der hat so Schimmerpigmente drin. Das finde ich persönlich besonders schön, besonders so als Eyecatcher. Die Kette habe ich auch, ich weiß noch nicht wie oft, auf den Märkten dabei und immer sind sie alle weg. Und dann gibt es zum Beispiel auch so einen Nagellack, der eigentlich keine Farbe hat, sondern es ist ein Klarlack und besteht halt aus so Glitzerpigmenten. Da habe ich zum Beispiel diesen Anhänger draus gemacht. Der hat jetzt gar keine Hintergrundfarbe, das heißt, man sieht eigentlich den silberfarbenen Cabochon außenrum, aber obendrauf sind halt die ganzen roten Glitzerpigmente. Also da könnt ihr euch richtig schön austoben. Es gibt ja noch so viele Arten von Nagellack. Ich wollte euch einfach mal zeigen, wie ihr da mit verschiedenen Lacken experimentieren könnt. Ich habe zum Beispiel auch einmal Ohrringe gemacht. Da habe ich zuerst den Cabochon genommen. Hatte da auch so einen Glitzerlack, da waren so ganz viele weiße Streifchen drin und so Rauten, also wirklich ganz bunt, habe den damit einmal eingerieben, dass man
quasi auf der oberen Seite diese Fussel, diese Sprenkel hat und habe dann noch, als es trocken war, mit einer Unifarbe, zum Beispiel rosa, einfach den Hintergrund einmal lackiert. Und dann sah der Anhänger einfach rosa aus und hatte diese wunderschönen Sprenkel oben drauf. Nichtsdestotrotz müssen wir uns jetzt nochmal um unsere Lackteilchen von eben kümmern. Unsere Anhänger sollten jetzt getrocknet sein. Dann nehmen wir uns unsere Cabochon-Fassungen und meinen Lieblingskleber, ihr wisst es, ich habe immer den. Den tragen wir dann hier auf die Fassung auf. Nicht zu viel, wenn wir nämlich den Cabochon reindrücken, dann kann es passieren, wenn ihr zu viel benutzt, dass der einfach rechts und links rausquillt und dann sieht es nicht mehr so schön aus. Nehmen wir einen unserer Anhänger. Da müsst ihr auch vorsichtig sein, falls er noch nicht 100% trocken ist. Drückt den hier drauf. Dann war es nämlich schon ein bisschen zu viel Kleber, aber das Ergebnis lässt sich sehen. Ich würde auch empfehlen, dass ihr auf jeden Fall zwei Schichten Lack macht. Hier diese Anhänger haben nämlich so einen Pin in der Mitte und wenn ihr zu wenig Nagellack oder zu durchsichtigen Nagellack verwendet, dann sieht man später den Pin durch und das sieht einfach nicht schön aus. So. Und ich sehe gerade, bei dem goldenen Nagellack hätte es vielleicht auch drei getan, weil ich den Pin nämlich schon wieder sehe. Aber ich bin da auch einfach vielleicht ein bisschen zwanghaft. So, jetzt haben wir hier diese wunderschönen goldglitzernden Ohrringe fertig. Passend zur Kette. Also ich finde es super schön. Ich werde es auch definitiv direkt Probe tragen. Ich bin nämlich heute Abend noch unterwegs und dann wird das Ganze natürlich direkt mal zur Schau gestellt. Das war es jetzt von mir an dieser Stelle. Heute mal wieder ein Do-it-yourself-Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ihr dürft mir auch gern mal eure Kreationen zeigen, was ihr Schönes gezaubert habt. Dürft mich da auch gern auf Instagram verlinken. Da bin ich ja immer ganz froh, was von euch zu hören. Ansonsten wünsche ich euch jetzt, falls ihr Saarländer seid, einen wunderschönen Feiertag. Wir haben nämlich heute frei. Und wenn ihr im Rest von Deutschland wohnt, wünsche ich euch ein schönes Bergfest. Macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!